jetzt habe ich einen Termin mit Wolfgang in Adelshofen. Und Wolfgang, der braucht Unterstützung. Moin! Ja, hallo, Dave! Was machst du alles hier? Servus. Kurz und klein oder was? Ja, Holz machen. Holz machen? Ja, damit es nicht kalt ist im Winter. Ja, das ist vernünftig, ne? Was hast du hier noch? Eine komplette Werkstatt? Ja, kleine Werkstatt. Kleine Bisschen Werkstatt. Was zum Basteln. Beruflich bin ich Maschinenbaumechaniker, Meister, das heißt Schlosser, in einem Kieswerk beschäftigt. Bin gerne in der Natur draußen, jagen, fischen, angeln oder auch so mal Holz machen. Macht mir auch Spaß. So, das sieht ja alles noch recht frisch aus. Hast du das neu gebaut? Ist relativ neu. Vor 7 Jahren ist mir das Haus komplett abgebrannt. Bis auf die Grundmauern. Voll Debakel im Endeffekt, direkt an Weihnachten, am 23. Tag vor Weihnachten. Innerhalb von Minuten war das so im Vollbrand gestanden. Da waren das 25 Meter hoch, die Flammen. Ich sage mal, eine Minute später, wenn wir rausgegangen wären, wären wir nicht mehr rausgegangen. Dann wären wir da drin verbrannt. Bist du mit den Nerven noch fertig, ey? Am Anfang schon, klar. Bist du voll am Ende? Ja. Du hast ja gar nichts mehr. Nee. Nicht mal mehr eine Zahnbürste. Alles Materielle ist ersetzbar. Wichtig ist, dass keinem was passiert ist. Die Bude ist wieder aufgebaut. Alles gut. Aber alles gut. Ums Haus geht's nicht. Nein, es geht ums Auto. Komm. Ich war am Holz machen, fäll ich den Baum. Und dann ja, fällt der Baum so saublöd, dreht sich um 70 Grad. Und genau der letzte Meter fällt mir da auf das Auto drauf. Ja. Scheiße. Du Scheiße, ey. Ey, der ist aber richtig blöd gekommen. Also Verglasung im Arsch. Boah, Rahmen im Arsch. Wenn das hier schon eingeknickt ist, ist das, glaube ich, ist das jetzt ein Totalschaden. Warst du schon bei Versicherung? Bei der Versicherung war ich. Totalschaden ist es nicht. Kann man noch richten. Aber könnte man noch richten, werde ich aber nicht machen. Das heißt, ich werde das Geld von der Versicherung nehmen, ein bisschen was drauflegen von meinem, habe dann 16.000 Euro zusammen. Dann ist Schluss. Dann ist Feierabend und jetzt kommst du ins Spiel. Mhm. Und dafür willst du auch wieder ein Pickup haben. Genau, ich brauche ein Pickup, ich brauche ein Allrad-Pickup, weil ich ja nur im Wald umeinander fahre. Ja, verstehe. Aber du hast bloß 3 Tage Zeit. Wieso? Weil das Auto weggeht dann. Hey, 3 Tage? Was ist los mit dir? Ja, ja. Und es geht hauptsächlich um, ist das Diesel? Diesel, ne? Soll ein Diesel sein, Diesel, ja. Diesel, genau. Diesel. Dauerläufer, Allrad im Wald. Genau. Am besten ein stabiles Auto. Weg vom Dachschaden, wieder rein ins Gelände. Genau so ist es. 3 Tage. Du machst mich kaputt. Ja? Du machst mich kaputt. Der Mann ist der Härteste. Tom, mach schon mal ein bisschen kleiner, unser wollen auch noch einen Raummeter. Also, was der schon alles erlebt hat. Gut. Bruder hat er wieder aufgebaut. Als nächstes hat er das Auto dran geglaubt. Den will er nicht mehr, muss was anderes her. 16 Mille, 3 Tage, Allrad, Diesel. Gottes Willen. Das Problem ist ganz klar, Pickups sind begehrt und dadurch sind sie nicht günstig. Also die guten in der Preiskategorie, schwierig. Was ich haben will, ist zu teuer. Ich sag mal so, die Dinger, die jetzt richtig runtergerockt sind, das ist ja auch nicht das Richtige, ne? Ja, wenn die Angebote so dünn sind, dann muss man vielleicht einen anderen Weg wählen. Man ruft bei großen Autohäusern an. Die haben natürlich einen Fahrzeugpool, dann sind die Fahrzeuge noch gar nicht inseriert. Und da kann man noch mal Schnapper machen. Also, es muss klingeln, bevor sie inseriert sind. Ja, Müller, moin. Ich ruf an wegen dem Nissan. So, 3 Kisten sind jetzt in der engeren Auswahl. Jetzt sollen wir noch mal sehen, ob davon am stabilsten ist. Gerade robuste Allrad-Pickups sind zurzeit super begehrt. Da gibt es kaum Auswahl an interessanten und bezahlbaren Kandidaten. Ich habe da jetzt einen Isuzu. Der passt preislich auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, das ist der billigste und mit seiner Laufleistung und seinem Alter auch in ganz Deutschland. Ich hoffe, dass der was ist. Ich weiß also, früher sind die Dinger total weggefault. Dieser ist inseriert mit ein paar kleinen Mängeln. Aber ob der noch ein bisschen Zukunft hat, da ist er. Oder ob man den Ball zusammenfegen kann. Da will ich erst mal checken. Moin. Hi. Ich bin der Det. Und du bist der Daniel. Jawohl. Da bin ich hier richtig. Komm, zieh dir eine Jacke an, dann gehen wir gleich mal raus, ja? Finde ich so super. Machen wir's. Ja, sonst frierst du. Das ist ein Isuzu D-Max, ein Diesel. 163 PS, Erstzulassung Februar 2016, ist erste Hand. Von der Optik, ja, hat ein paar Mängel, sonst von der Technik ist
in Ordnung, achtfach bereift. Hardtop ist eine schöne Sache, vor allem für Jäger. Ich habe das Fahrzeug für 15.900 Euro inseriert. So, erster Blick. Hängen geblieben? Ja, irgendwo im Wald. Deutsches Fahrzeug, erste Hand, schick gepflegt. Und vor allem in Hardtop, das ist sowas von selten. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, gut, das können wir jetzt runternehmen, das können wir aber bei dir auch drauf lassen. Warte. Jäger und Sammler, ist klar. Ne? Warum ist der so nass? Haben extra für euch das Auto gewaschen. Du hast ihn gerade noch mal hier so ein bisschen ausgepustet. Ein bisschen, ja. Aber der Hund saß doch immer auf der Rücksitzbank. Das ist egal, machen wir bei jedem Fahrzeug. Pauschal? Pauschal. Aber hier fehlt mir was. Das ist richtig. Was ist das? Was ist da passiert? Das ist die Plastikverkleidung, laut die Vorbesitzerin, gebrochen. Aha. Ich muss beim Isuzu das nachbestellen. Hab's noch nicht gemacht. Ach, kommt noch. Also. Kommt noch. Und hier hast du auch noch, was ist da passiert? Hängen geblieben? Ja, das sind so diese Beladungsschwierigkeiten bei den Leuten. Mhm. Hier haben wir ein bisschen Steinschotter, bleibt nicht aus. Kotflügel besteht etwas raus. Aber da ist er ja konserviert. Wichtig ist mir, dass er technisch stabil ist. Dass er ein bisschen Versiegelung bekommen ist. Dass er nicht total verfault ist. Eine Abdeckung, die kann man noch mal besorgen. Was hat er jetzt hier eigentlich gelaufen? Nicht viel. Ja, weißt du das? Doch. Ja, sag mal. 146.000. Ist ja wirklich für einen Dieselmotor gar nicht so viel. Ne? Nein. Bremse sieht noch gut aus. Ich habe nur in den Schönheit. Fehlerchenbehebung investiert. Das sehen wir hier dran. Hast du vorher Stoßfänger nachgeduscht? Lackieren lassen. Ja. Das war ein kleiner Rumpser da vorne. Hast du also einen kleinen Rumpser gehabt? Ist aber fest, stabil. Hier haben wir eine kleine Dulle. Überall ein paar Abplatzer, Kratzer. Der Spiegel, den hast du noch? Spiegel mache ich auch neu, bestelle ich. So, und jetzt mache ich mal die Haube auf. Warum ist da denn Kaffee drin? Weil der nach Hund stinkt. Das ist gar nicht so blöd. Ne? Ich meine, Kaffee übertüncht diesen Geruch. Und dann warst du schon ordentlich am Saugen, Daniel. Haben wir es versucht, aber leider. Und dann hast du gedacht, nee, ich brauche jetzt hier keinen Kaffeehaken, ich brauche es richtig stark. Ja. Und ist es weg? Nein, leider noch nicht. Ist. Turbolader ist noch der erste. Wollen wir mal lauschen. So, vom Laufen her ist er sogar ganz kultiviert. Kein Klötern, kein Anschlagen, das ist soweit in Ordnung. Jetzt suche ich immer gerne nach Waschzetteln. Wo sind die denn immer? Wann wurde hier ein Ölwechsel gemacht? Ist irgendwas nachvollziehbar? Wo steht das denn? In dem Schicken. Ja, wo ist das denn? Bitte, hat hier angefangen, mit der Auslieferung. Also die Martina hat ihn gekauft. Das ist richtig. Und dann hat sie auch was investiert. Freiwilliger Ölwechsel. Freiwilliger Ölwechsel, das gibt's heutzutage alles gar nicht mehr. Ja, ist jetzt, was haben wir, ein Jahr her. Na gut, ein bisschen Guthaben haben wir noch. Also, von außen hat er natürlich schon ein paar Einschläge. Viele Sachen sind abgebrochen, ein paar Kratzer hat er, ein bisschen was nachgeduscht, aber nicht vergammelt. Kann ich Probefahrt machen. Gerne. Kennzeichen sind dabei. Also ich muss jetzt unbedingt wissen, ob der Wagen technisch sauber ist, ob der sauber fährt. Wenn da was am Fahrwerk ist, dann drehe ich sofort wieder um. Aber die größten Kopfschmerzen macht mir ja gesagt, das Aroma im Innenraum. Klangprobe, gefällig. Oh, der klingt ja zweieinhalber, sogar richtig volumig. Achtung, Kupplung, vernünftig. Lenkung, läuft noch sauber geradeaus, zieht nicht aus der Spur. Also da ist er noch stabil. Aber ein Vorteil ist natürlich ein handgeschalteter. Der stirbt ganz langsam, der ist stabiler. 145.000 hat er auf dem Wecker. Schafft ihr noch ein bisschen mehr? Ganz klar, ja. Also ich fühle mich hier eher wie so ein Bauer, wo der Landwirt auf Allrad. Also mit Luxus hat er nichts zu tun. Ein bisschen Multifunktionslenker, eine Klimaanlage und eine Servolenkung und das war's dann auch. Boah. Was war das für ein Köter? Ist der ausgelaufen oder was? Kennt ihr das? Wenn das Gefühl nicht kommt, dass das ein Hit ist. Er wurde einfach als Hundetransportgerät durch dick und dünn bewegt. Und dementsprechend riecht er so. Aber ob Wolfgang da nicht noch ein bisschen zu viel stinkt, das steht auf dem anderen Blatt.
Wie komme ich preisig an die Sache ran? Die Stoßstange bleibt krumm, die Kratzer bleiben drin. Was kriegt man für sein Geld? 13,5 ist aber wirklich Feierabend. Daniel! Ja, wunderschönen guten Tag. Roma Verbandskasten und Bahndreieck. Nein, was war das für ein Hund? Hat er sich selbst aufgelöst? Der lebt noch. Nein, der ist noch da. Pass auf. Gerne. Ich bin ja Realist. Ja. 13,5, mehr kannst du dafür nicht rauslegen, kommst damit rum. Die Sachen mache ich auch noch, die kosten auch ein bisschen. Sag mir doch bitte einen Preis. 15,5, Detlef. 15,5? Ja. 13,5? Ja. Geht nicht. Wo tut's denn weh? Also, weh tut schon jetzt. Ja. Aber damit wir eine glatte Zahl machen, machen wir 15.000 Euro. Nee, komm, lass gut sein. Du machst mich fertig. Ich brauche erstmal eine Apotheke. Für mich ist ja raus. Ich meine, das muss Wolfgang entscheiden. Wenn er sagt, ist mir doch egal. Ich meine, lass dich doch ein bisschen muffen oder mach halt Fenster runter oder ne, ich habe einen Tausender gespart. So, dann ist das für mich in Ordnung. Also, Allrad muss her, Pickup muss her und dafür 3 Tage Zeit, 16 Mille Max. Puh, ja. Der setzt mich ganz schön unter Druck. Und ob das klappt, weiß ich noch nicht. Ab nach Ingolstadt. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht ins Schlittern gerate. Der nächste Kandidat, VW Amarok, ist nämlich 600 Euro beim Budget. Und das ist für mich nicht okay. Oh, das fehlt mir jetzt noch. Der muss runter. Ich muss oben bleiben. Moin. Morgen. Habe ich dich warten lassen? Alles gut. Ich bin Det. Serkan. Serkan. Dein Amarok. Baujahr 2012, 2 Liter TDI. Handschaltung, er hat 127.000 Kilometer runter. Ist sehr gut zu fahren, man hat eine sehr, sehr hohe, schöne, bequeme Sitzposition. Er macht keine Mucken, keine Macken, also robustes, solides Auto. Ist halt ein Tscheche. Das Auto bekommt die deutsche Zulassung, wird alles fertig gemacht, bekommt deutsche Papiere und 16.600 Euro habe ich ihn inseriert. Das Auto ist auf dem Spitzel von mir noch angemeldet. Du ein Autohandel hast oder eine Werkstatt? Lass mich raten. Nein, gar nicht. Wie denn? Ich bin Einkäufer bei einem Friseurstudio. Beim Friseurstudio? Ja, bei einer großen Kette. Nee. Ach so, deshalb hast du auch noch so volles Haar. Ja, genau. Kannst du mir da was empfehlen? Da bin ich nicht der Experte dafür. Okay, aber um Haare geht es jetzt gar nicht. Das interessiert mich nur so. Was ist hier passiert? Der hat Kirmes Elektrik reinbekommen. Es war ein Baustellenfahrzeug. Der hat den. Nein! Baustelle? Baustelle, ja. Nein. Wurde er stark belastet, hart rangenommen oder war das nur so ein Truppentransporter? Das war ein Truppentransporter, der ab und zu mal Anhänger und so gezogen hat. Also beides. Ja. Ja gut, das siehst du natürlich, klar. Schotter, Dreck und Schmodder hast du natürlich bei einer Baustellenbude. Hier haben wir auch ein ganz klares Zeichen. Ne? Nochmal extra Heckbeleuchtung wegen Hängerbetrieb, wenn man nochmal nach Feierabend abladen muss. Ne? Genau. Ich sag mal so, Schwerstarbeit. Hier wird nicht nur Holz gemacht, Kanthölzer gesägt, hier wurde das alles reingeschmissen. Mann, 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 Mann. Das ist aber das Problem, ne? Die Dinger werden ja rangeholt, damit sie Geld verdienen, ne? Was ist denn hier passiert? Normal ist das nicht. Das ist beim Lackieren passiert. Ist das denn schon wieder so lange her oder wurde hier nicht... Das ist vor 3 Tagen. Das kann doch nicht wahr sein. Der bläst hier schon wieder. Was war das denn für ein Typ, ey? Ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, aber auf jeden Fall... Das kannst du mir nicht... Das ist doch nicht vor 3 Tagen... Das ist vor 3 Tagen lackiert worden. Wenn das so aussieht, ne? Der ist vorgestern raus. Dann ist der durch darunter. Fusch am Bau. Ja, Fusch am Bau. Darf ich mal? Ja, natürlich. Reiß raus. Nee, reiß raus. Ich mach das... Also jetzt ohne Flachs. Ja, natürlich, mach. So, guck mal hier. Siehst du das? Das ist die Arbeit vom Lackierer. Nee, das ist keine Arbeit. Das ist Kacke. Das ist totaler Mist. Hier, der Radlauf hat 2 Teile. Der ist da schon gerissen, da gebrochen. Wenn ich jetzt den Finger richtig durchdrücke, ne, dann hast du hier nicht eine kleine Blase, dann hast du einen Bruch. Ne? Was ist denn hier passiert? Was ist hier passiert? Da hat er Apfelsinenhaut. Ganzes Ding wurde geduscht. Richtig? Das ganze Teil wurde beilackiert. Und nicht abgeklebt. Kabellage mit angepustet, Rost übergeblasen und hier wurde was aufgetragen. Ja, da wurde ein Teilstück rausgeschnitten und mal reingesetzt. Weil? Der ist irgendwo auf einen Stein oder an irgendwas anderes gekommen. Aber da muss was machen, also so geht das nicht, ne? Das weißt du nicht. Also, das wird alles gemacht. Problemzone Amarok hier unten, Kotflügelunterkanten, da haben wir auch wieder in dem Bereich Blätterteich, zack, da ist er auch durch. Also eigentlich braucht er noch mal eine komplette Pflegeeinheit. Schmeller bist du aufgesetzt, genau wie hinten.
Also der Serkan hat Humor. Ich sag mal, der lachende Friseur. Frisurtechnisch sehr erfahren. Ich sag mal, Amarok-mäßig nicht ganz so. Ja, der wird noch mal auf links gedreht. Ja, dann kannst du ihn wieder ins Rennen schicken. Aber ein Baustellenfahrzeug bleibt eine alte Baubude. So, und jetzt haben wir hier die robuste Golftechnik. Ich war ja runter von den Socken, als das Ding rauskam, dass sie da einfach nur einen Vierzylinder reingeknallt haben. Wurde mal ein Riemen gewechselt. Weiß ich nicht. Darum ist er ja eigentlich im Kundendienst, damit die das alles überprüfen und alles neu machen an dem Fahrzeug, was gemacht werden muss. Du hast jetzt tausendmal Kundendienst gesagt. Ja, Kundendienst. Ich habe von Kundendienst nicht viel gesehen, außer ein bisschen Huschi-Fuschi. Wenn ihr am Montag um 18 Uhr anruft und sagt, kommt am Mittwoch, was soll ich dann machen, wenn das Auto gerade beim Kundendienst steht, damit die alle Fehler behoben werden? Jetzt sagst du, heute sind wir bei Dalli Dalli, haut rein, Jungs, der Date kommt. Ist doch so, ne? Dann schmeiß mal an, dann machen wir mal volles Risiko, ne? In dem Fall, wenn er nicht weiß, wann ein Service gemacht wurde, auch immer sicherheitshalber einen neuen Zahn kriegen. Da läuft der wirklich vernünftig, du. Ja, natürlich. Das ist ja auch keine Bastelbude. Nee, was ist denn für dich eine Bastelbude? Und was ist original unberührt? Original unberührt der Motor. Ja, der Motor, genau. Probefahrt ist angesagt. Was kann alles passieren? Ich glaube nicht, dass ich jetzt rechts raustrudel, aber dass ich mich eventuell verbremse, weil die Scheiben sind runter, die Klötze sind platt. Ja, die Amaroks sind natürlich nicht im Angebot. Ne? Da musst du sehen, was du kriegst. Handbremse hinten, was meist hinten mir frei. Ich zieh mal kurz an. So kann man natürlich auch eine Handbremse checken. Eingeknickt. Ja, hier haben wir eigentlich alles, was ich nicht haben wollte. Oder der Wolfgang, glaube ich mal. Baubude, Kirmes Elektrik nachträglich reingetüttelt. Extras, Fehlanzeige, ich sehe nur noch Blindknöpfe. Was hat der überhaupt? Eine Servolenkung. Ja, und dann musst du dich auch schon mit den Features verabschieden, ne? Es gibt hier noch eine ganz abgefahrene Sache. Hier seht ihr das, da. Die Fahrgestellnummern werden hier in die Verglasung eingraviert. Ich denke mal, bei den Ostblockern wird gerne mal so ein Fahrzeug entwendet. Und dann wird das Ding hier registriert, dann hast du noch irgendwo so eine Chipkarte, rufst dann, ey, meine Karre ist weg, ist gar kein Thema, wird sofort geortet. Und wenn du noch die Ober-Ober-Ober-Sicherheit haben willst, das habe ich auch noch nicht gesehen, dann ist hier noch, da, ein Getriebeschloss. Dann kriegst du keinen Gang mehr rein und niemand wird neuer Besitzer sein. Natürlich fährt er sich ruppig und bockig mit diesem Schaltgetriebe, aber auf jeden Fall ist es stabil. Warte mal, Jolter. Nee, kein Radlagerschaden, dann ist die fertige Bereifung. Ich sag mal so, alles, was hier gemacht wurde, wurde entweder scheiße gemacht oder steht noch an. Das Gute ist, was Serkan schon gesagt hat, du, Dieter, das ist alles gar kein Problem. Der wird noch mal neu gelackt, der wird noch mal versiegelt, der geht noch mal in Service, der kriegt frische deutsche Papiere, der kriegt neue Bremsen und ich hoffe auch eine Grundreinigung. Dann könnte da auch was gehen. Andererseits, wenn er noch ordentlich nachinvestiert, kann man schlecht den Preis drücken. Aber hinten liegen ja noch ein paar Motorsägen. Und der Wolfgang geht ja gerne in den Wald. Eventuell kann ich ja die Motorsägen noch in den Preis integrieren. Dass wir da auf einen sauberen Kurs kommen. Mehr als 16 darf er nicht kosten. Alles geben, Daumen drücken. Na? Erzähl mal. Ja, willst du die Wahrheit hören? Ja, natürlich. Sowieso. Immer nur die Wahrheit. Also, Bremse scheiße, innen stark versaut und Blech hast du ja selbst gesehen. Ja. Sag mir mal, was Ordentliches. Also, der Preis steht mit 16,6 im Internet. Ja, aber das ist ja nicht deine Realität. Das ist meine Preisvorstellung. Jetzt musst du deine sagen. Ich glaube, so läuft das beim Kaufmännischen. Ohne TÜV kein Deal. Sowieso nicht. Ganz das klar. Auto wird tiptop hergerichtet. Ja. Es wird alles gemacht. Der wird innen sauber gemacht. Der wird poliert. Das Auto kriegst du fast 15.000 Euro in einem vernünftigen Zustand. Und ich habe nicht mehr die Baubude unterm Popo. Das verspreche ich dir. Aber jetzt gibt es einen kleinen Haken. Ja. Wir machen 15.500 Euro. Und 500 Euro spendest du ans Tierheim Ingolstadt. Das hört sich sogar gar nicht so schlecht an. Und du spendest on top noch mal die Motorsägen an den nächsten Kandidaten. Nein. Keine Chance. Keine Chance. Gebe ich so weiter. Danke. Vielleicht sehen wir uns alles wieder. Gute. Hau rein.
Also von akuter Glücklichkeit kann ich gerade nicht sprechen. Der eine mufft und stinkt. Der andere hat noch tschechische Papiere. Muss auch noch was gemacht werden. Und die Uhr tickt. Und 3 Tage sind schnell um. Ja, jetzt kann ich mal wieder alles auf eine Karte setzen. Bevor ich was Vernünftiges, sonst bricht mir das alles weg. Und jetzt komme ich zu einem Schlitten. Der ist noch gar nicht im Netz, weil der frisch reingekommen ist. Und vielleicht ist das meine Chance. Rudi? Servus. Ich brauche ein sauberes Ding aus Straubing. Habe ich schon bereitgestellt. Dieses wunderbare Auto. Pickup genannt. Nissan Navara. Baujahr 2011. Original 38.000 Kilometer. Ein Dieselfahrzeug. Der hat Kraft mit 190 PS. Hat eine Anhängekupplung 2,5 Tonnen, hat einen relativ guten Zustand, gute Ausstattung. Er ist aus erster Hand, ist unfallfrei, hat hinten einen wunderschönen Alu-Ausbau auf der Ladefläche. Für mich ist der Preis mit 16.200 Euro für den Navara gerechtfertigt und das will ich eigentlich auch haben. Nee, aus welchem Baggerloch hast du das Ding gezogen? Du, Diet, der ist frisch reingekommen, ganz frisch. Ja, bei dir ist auch alles frisch reingekommen. Das Auto hat erst 38.000 Kilometer um. Hier, nee. Rudi, hast du wieder Gummi auf Glatze? Ich weiß natürlich, was ist das dass denn? Diese ersetzt werden müssen. Das weiß ich auch. Das ist super klar. Hat er einen Traggelenkschaden oder warum läuft er so außen ab? Diet, ganz ehrlich, er ist gestern Abend gekommen. Du hast angerufen, da steht das Auto, ist noch nicht geputzt. Er war noch nicht auf der Hebebühne, er hat noch ein Jahr TÜV. Der Service ist ein Jahr her. Funktioniert Motorgetriebe in Ordnung. Ja, gut, das ist natürlich gar nicht verkehrt, dass wir hier so ein Riffelblech da reingeklebt haben. Das warst du doch wieder. Lass mich mal hier ran. Ja. Hier, da hakt doch schon wieder alles. Hat er schon mal. Warte mal, weißt du, was kommt? Hier, Rücklicht ist auch weggeplatzt da. Was kann ich hier raufschmeißen? Wie viel Kilo? Natürlich hat das Riffelblech auch ein bisschen ein Gewicht, aber ich schätze jetzt einmal, wenn jetzt ich mich vergleiche, mal 4. Mal 4? Mal 4. Also für hier 4 Rudis Platz haben, ne? Was machst du jetzt? Ja, das war lose. Das war doch nicht lose. Doch. Du kannst mir doch das Auto nicht. Nein, leg jetzt Finger weg. Ich guck ja hier. Jetzt sieht man noch, was der für einen Einsatz hinter sich hat. Hast du das Ding eigentlich schon mal von unten gekächert? Nein. Ich meine, es ist ja gut, dass man das eben so abnehmen kann. Ne? Das kann man ja auch wieder festkleben, aber. Mein Gott, du, der ist im Volleinsatz. Der hat noch nie eine Wäsche bekommen, ne? Wie gesagt, der ist gestern nee, nix wie gesagt. Du erzählst immer Sachen, die... Wie wir mir Fahrzeug aufbereiten, wir nehmen natürlich die Stoßstangen runter. Und ja, das machst du garantiert ab. Nicht. Das ist mir auch klar. So, jetzt tüdel das da mal wieder ran. Hier, dass ich mit dem Schlüssel war einmal blau, hat der Ding nicht ins Schloss gekriegt oder was? Hier, vielleicht wollte die Tür mit dem Schraubenzieher öffnen, ich weiß es nicht. So, jetzt zeig mal, was da hinten los hat. Also, 2 Notsitze. Ja, das finde ich gar nicht verkehrt. Meinst du passt da rein? Nein. Also wenn ich das schaffe. Oh Gott! Warte mal. Nee, lass mal, der muss ja auch vorne noch Platz haben. Mach mal Tür zu. Da kannst du dich ja nur noch freischneiden lassen. Nee, das ist wirklich Notsitz. Er schießt ja. Seine Flinte wäre hier sicher. Hast du Presspass und da rüttelt nichts, da klappert nichts. Ne? Multifunktion, 6-Gang, bisschen Klima. So, was steht hier? Inspektion ist fällig. Wir haben ja vor einem Jahr den letzten Ölwechsel gemacht, vor 3000 Kilometern. Vorne schon mal nachgeduscht oder ist er? Nein, überhaupt nicht. Die ganzen 10 Jahre oder keine Lackierung oder Unfall gehabt. Ne? Wenig investiert, aber trotzdem TÜV-VU immer gemacht. Gut, der läuft unheimlich vernünftig. Was haben wir hier? 2,5 Liter mit? 190 PS. 4 Rudis auf der Ladefläche, 190 Pferdestärken, der reißt richtig was weg. Ne? Nur in Sachen Preisverhandlung kriegst du einen Schreck, hab ich erstmal vorgepackt. Ja, jetzt muss ich aber genau wissen, was ist mit den Gummis los? Ist es wie die Vorderachse? Hat die Lenkungsspiel? Oder hat der gute Rudi nur vergessen, Luft in die Schläuche zu pusten? Läuft er aus der Spur? Achtung, ich lasse jetzt mal das Lenkrad kurz los. Geradeaus. Zieht auch nicht nach links, zieht auch nicht nach rechts. Perfekt. Er ist technisch absolut fit. Stark. Durchzug stark. Okay, der macht richtig Spaß so. Ah, am liebsten muss ich noch mal ins Gelände. Ich muss hier einmal gucken, ob er klötert. Oh, aber ich glaube, ich krieg richtig Stress mit Rudi. Ei, 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 ei.
Ja, aber ich muss auch wissen, ob der gut ist. Ich meine, der Wolfgang braucht was Vernünftiges und Zeitnot habe ich auch. Das Fahrwerk ist stabil, sauber. Boah, haut der rein hier. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das müsst ihr sehen. Das glaubst du nicht. Rehlein, Kitz und Hirsche. Also hier ist dieser Nissan in seinem Revier. Und festgefahren habe ich mich auch nicht. Der reißt richtig was vom Asphalt. Der geht durchs Gelände, da gibt es keine Hindernisse. Du kannst ihn vollschmeißen, du kannst einen Hänger rankloppen. 190 Pferdestärken. Jetzt brauche ich noch einen guten Kurs, ne? Ja. Rudi. Wo warst du jetzt? Im Schlamm oder in der Kiesgrube? Warte, pass auf, das war so. Ich wollte nur wenden. Das ist ja wetterbedingt gewesen. Ne? Das war jetzt ja, nicht so. Ich ringe da so stark jetzt gerade. Das kriegt man alles wieder hin, aber keine Beule reingefahren. Ne? Okay, ja. Also, das kriegen wir ja hin, ne? Ja. Also, was hältst du davon? Ja, wenn ins Geschäft kommen würden. Warte. Frische Gummis. Vorne. Links, rechts. Frischer TÜV und Service. Und dann gehst du einmal mit dem Lappenball in 15 Mille. Du weißt, es ist ein seltenes Auto. Irgendwo. Selten. Ich lasse mich wirklich für den Metallbau und Förster erweichen. Ist ein tolles Auto, hat seine Gebrauchsspuren. Wir können jetzt 100 weiß hin und her schieben. Jetzt kommen wir auf den Punkt. Mit zwei Gummis, TÜV von AU, ja, Sonderpreis. Was? Aber du wäschst das Auto im Anschluss runter, 15.400 Euro. Aber dann, das geht nicht mehr. Leben und leben lassen. 15.400 und ich muss ihn abblasen. Ich habe leider keine Arbeitskleidung dran. Du hast nie Arbeitskleidung, du weißt gar nicht, wie das geschrieben wird. Gebe ich so weiter. Okay. Meinst du das jetzt erst mit dem Kärcher oder was? Hast du einen da? Selbstverständlich. Ja? Ja, selbstverständlich. Ach, scheiße, okay, hab ich verbockt, muss ich auch machen. Haben wir es doch. So, was ist jetzt übrig geblieben? Zwei waren nicht so klasse. Aber der haut hin, den kann ich empfehlen. Auf zu Wolfgang. So, wir mal schauen, ob ich Wolfgang glücklich machen kann. Sag mal, machst du schon wieder Pause? Endlich! Ja, endlich, du. Ich muss meinen Anhänger mit dem Fahrrad ziehen. Nein. Aber von drei Tagen, was vernünftig ist, auf die Beine stellen, ist auch nicht so leicht. Ja, stimmt. So, jetzt guck zu, mit drei Kisten bin ich durch. Hier, Isuzu. Ne? Mhm. Da war ein Hund drin, der muss ja irgendwie ausgelaufen sein. Da haben wir schon Kaffeebohnen reingestellt. Ich habe auch gedacht, Mensch, machst du mal kurz das Fenster auf, das ist okay. Nichts ist okay. Rücksitzbank fehlt, kommt aber noch, wird noch nachgeliefert. 15 wollte er haben, ging nicht tiefer. Okay, gut, wäre im Budget drin. Ja. Aber wenn er stinkt. Stinkt dir das auch? Okay, gut. So, der nächste, Amarok, stabiles Ding. Das ist ein Tscheche. Kriegt aber deutsche Papiere, war im Service, ein paar Sachen müssen aber nachgearbeitet werden. Mhm. Und er musste mal lochen, kann ich nicht verschweigen. Arbeitstier, Baustellenfahrzeug. Kostet? 15,5. Wäre jetzt auch ein Budget drin, aber du hast noch einen dritten. Nissan Navara. Der ist komplett ausgeschlagen auf der Ladefläche mit Alu-Riffelblech. Riffelblech ist geil. Knapp 40.000 runter. Das ist gut. 15,4, frischer Service, neuer TÜV, frische Gummis vorne. Das ist richtig geil. Das hört sich gut an. Willst du den haben? Wenn, dann den. Machen wir, schau mal. Hopp. Zack, zack. Das ist er. Und das ist der Rudi. Servus, Wolfgang. Hallo, servus, grüß dich. Der ist ja gar nicht schlecht, der ist ja geil. Ja, was heißt hier gar nicht schlecht? Der hat sich auf Jens und Nieren geprüft. Der ist super. Hinten kriegst du noch Klamotten rein, vorne hast du noch Platz. Mal reinsetzen. Oh, geil, sauber, geiles Auto. Perfekt. Haut hin, ne? Optimal, geiles Auto. Du freust dich? Ja. Aber das Geilste. Das ist Wahnsinn. Ist das das Richtige für dich? Ja. Geil. Bist du glücklich? Der ist richtig geil. Da haben wir es doch. Ja, den haben wir. Perfekt. So, guck mal, dreh eine Runde um den Block und pass immer auf, was von oben kommt. Ja! Den lässt du mir mal heilen, ne? Ich danke dir. Kein richtig Problem, geil, auf Wiedersehen. Ja. Viel Spaß damit. Ja, okay. Jetzt kann er schweißen, jagen und Bäume fällen. Rudi, und wir treffen uns beim Pfarrer. Genau,